Zack, Söderle, da bin ich wieder. Soweit, so gut. Und das Konzept der Anlage ist halt, dass es an den Bahnhöfen eben Abzweige zu verschiedenen Güteranschlüssen gibt. Ne? Und der Spieler die halt anfahren muss, um da Waggons abzuholen, Waggons hinzubringen und so weiter. Ja. Jetzt könnte man halt eben mit dem Güterzug, genau, mit dem Spielerzug, wenn man da auf die Hauptstrecke fährt, müssen natürlich die Weichen hier entsprechend dann auch gestellt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das schon eingebaut habe. Deswegen gucken wir mal. Wieder in der Signalisierung. So, hier ist das Signal, wo der Spielerzug stehen bleibt. Schauen wir mal von der Länge her, ob das reicht. Das kann notfalls ja noch ein bisschen näher ran. Ja, mit den drei Wagen, das sollten wir noch ein Stück näher ranschieben. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, was macht dieser Kontaktpunkt? Der setzt das Signal auf Halt. Sollte es ja bei Anfahrt auf jeden Fall. Und zwar Signal 105, genau, das ist das Signal, was den Spieler daran hindert, einfach mal so auf die Strecke zu kariolen. Ne? Und das muss auf Halt gesetzt werden, sobald er halt hier aus dem entsprechenden Hosenträger rauskommt. Freigeschaltet wird das dann durch den Spieler. Aber ich habe hier noch keine. Ach so, nochmal wieder den Haltabstand, 8 Meter davor, das ist okay. Aber ich habe hier noch keine Einstellungen für die Weichen, keine Kontaktpunkte für die Weichen. Das wären nämlich dann hier die grünen. Also muss ich die noch machen. Zack. Die erste Weiche ist hier die Doppelkreuzungsweiche, die 93, und die muss auf Durchfahrt, also Geradeausfahrt gestellt werden von links nach rechts, so wie das aussieht hier erstmal. Genau, ne, die Weichenlaterne zeigt mir das an. Und die andere steht schon richtig. Ne, das ist, nee, die Weiche hier. Die wird ja aufgeschnitten. Diese Weichenlaterne gehört zu dieser Weiche und zu dieser Weiche gehört diese Weichenlaterne. Und diese Weiche wird aber einfach aufgeschnitten. Na, er muss ja auf der zweigleisigen Strecke auf das Gleis kommen in Fahrtrichtung rechts. Na, das heißt, ich brauche nur diese eine Weiche, die Doppelkreuzungsweiche hier entsprechend zu stellen. Und das kriegen wir. Zack, indem ich die Weiche auswähle, sage ich, will einen Signalpunkt setzen für diese Weiche. Der muss natürlich erst gestellt werden, wenn er durch das Signal durchfährt. Und, was war das? Von geradeaus von rechts nach links. So. Gestellt werden von rechts nach links, soweit, und das muss für alle Züge sein, die an diesem Signal stehen und losfahren. Da steht normalerweise nur der Spielerzug, aber falls sich mal ein anderer Zug dahin verirrt, muss die Weiche ja auch entsprechend gestellt werden. Das sieht also soweit gut aus. Ja. Testen wir das mal. Stellen wir die Weiche um. Und die hier steht schon auf Abzweig. Gut, die wird eh aufgeschnitten, aber damit wir das sehen, stellen wir die auch um. Ja, das heißt, und auch das Signal hier auf Fahrt, damit wir sehen, dass das richtig funktioniert. Wenn jetzt unser Spieler hier vor dem Signal steht und sagt, okay, ich will hier gleich losfahren.
Na, damit er auf das Ausfahrgleis kommt, muss er auf das rechte Gleis wechseln. Und das machen wir gleich mal am ersten Hosenträger, damit wir nicht an dem Güterschuppen hier vorbeifahren, weil da können natürlich Güterwaggons rumstehen. Ne? Geht er auf das Gleis und diese Weiche muss geradeaus. Ja, die wird aufgeschnitten und dann bleibt er hoffentlich am Signal stehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Zack, alles richtig hier soweit eingestellt. Dann kann er losfahren. Genau, hier wechselt er auf dem Hosenträger auf das andere Gleis. Und hier geht er geradeaus. Und jetzt muss das Signal auf Halt gehen, wenn er hier rüberfährt. Jawohl, das macht es. Und er kommt hoffentlich zum Stehen. Ja, ein bisschen abrupt vielleicht, aber na. Ich könnte das Signal noch ein bisschen näher ranziehen und den Halteabstand verkürzen, aber jawohl, er ist auch hier von dem Hosenträger so weit runter. Das sieht gut aus. Na, also wenn ich hier den Halteabstand mal auf 4 Meter verkürze, das sollte noch das Richtige geben. Und wenn ich ihn jetzt hier auf die Strecke fahren lasse, dann okay, die Weiche war dann wahrscheinlich noch richtig gestellt. War ja zu sonst anders gestellt, wenn der Kontakt nicht da wäre. Er hat ihn auf jeden Fall überfahren. Das sieht soweit gut aus. Ne? Und dann ist er auf der Strecke. Und jetzt ist die Frage wegen dieser Weiche. Die muss ja auch auf richtige Fahrt gestellt werden. Das ist hier die 28. Ne? Er kommt von hier auf diesem Gleis, wird hier rüber geschickt. Und hier habe ich einen Kontakt, der für alle Züge, egal, auch wenn hier einer vom Ferngleis, Durchfahrgleis kommt, auf dem falschen Gleis unterwegs ist, ja, wird das trotzdem richtig gestellt, von links nach rechts im Bogen, wunderbar. Das passt also auch automatisch. Ja, und wenn wir den Zug jetzt weiter verfolgen auf seiner Fahrt zum nächsten Bahnhof. Na, komm schon. Kamera drehen, ich will vorausschauen. Zack, zack, zack. Na, seid da noch alle wach? Der Chat ist so ruhig. Oder lauscht ihr einfach nur gebannt meinen Ausführungen hier? Ja. Hier in diesem Bahnhof sollte der Güterzug halt automatisch auf das Güterzuggleis gestellt werden, ne, hierhin und dann auch ein Signal zum Stehen kommen. Ne, erstmal von der Strecke runter und hingestellt und dann kann man später sehen, was man mit dem Zug macht. Ne, wird auch durch den Kontaktpunkt die Geschwindigkeit verringert, weil man im Bahnhof natürlich nicht so schnell fahren soll. Aber okay, gut, wunderbar, Dragula, danke. Ist immer schön, Lebenszeichen von euch zu hören im Chat. No. Wunderbar. No, der ist also auf dem richtigen Gleis und wird also auch hoffentlich gleich anhalten. Hier am Signal. No. Auch wieder sehr kurz, denke ich mal, gesetzt. Zack, jawohl. No. So weit, so gut. Ja, den könnte ich jetzt, wenn die Strecke frei ist, schwuppdiwupp dann wieder auf die Strecke schicken. Dazu muss natürlich der Spieler hier die Weichen entsprechend stellen. So weit, so gut. Also nochmal Zeit. Ja. Wir können natürlich
natürlich auch mal durchspielen, wie das aussieht, wenn der Zug zurückkommt und die Waggons wieder oben am Kühllager abstellen soll. Der schöne Nebeneffekt ist, dass wir sie dann aus dem Weg haben. Hehe. Ja. Machen wir das doch einfach mal. Ja. Viel hier ist halt wirklich alles gründlich testen, gründlich ausprobieren. So. Zack. No. Das kann ich hier nicht automatisieren, diese Weichenstellung, weil der Zug ja je nachdem auf die Fernstrecke gehen kann oder eben von hier aus weiter zu einem anderen Güterstandort fahren kann. Deswegen ist nicht immer eindeutig klar, wie die Weichen dargestellt werden müssen. Na, jetzt ist es so, dass der Zug halt auf die Strecke fahren soll. So. Dann sehen wir mal zu, dass uns da nichts dazwischen funkt. Wunderbar, da biegt er ab und dann biegt er hoffentlich auch gleich in die andere Richtung ab. Na, auf der zweigleisigen Strecke in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar, so gehört sich das. Zack, Zeit beschleunigen. Na, der fährt jetzt eben auf den Südteil der Strecke und von da aus in die Kehre, na, dass er dann auf dem anderen Gleis zurückkommt. Na, so wird es die Nah- und Fernverkehrszüge auf der Strecke ja automatisch machen. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen. Und ja, ich habe ja auch mehrere Blockstellen hintereinander, dass das hier später als Zugspeicher dann auch nochmal funktioniert. Zack, und dann geht es wieder auf den Streckenabschnitt unten im Süden, wohin die Hauptstrecke dann verlängert wird. Und dann, wenn er hier wieder im Bahnhof Wiesenthal ankommt, wird er wieder automatisch auf das Gütergleis gelenkt. Ja. Und kommt am Signal zum Stehen. Jetzt habe ich das, glaube ich, so gemacht, dass diese Signale automatisch auf Halt gestellt werden, wenn ein Zug einfährt. Es sieht aber immer schöner aus, wenn die prinzipiell auf Halt stehen. Das heißt, ich werde hier gleich noch Signalkontakte einsetzen, um diese beiden Signale automatisch auf Halt zu stellen, nachdem ein Zug darüber gefahren ist. So. Weil es macht jeden Eisenbahner nervös, wenn ein Signal einfach auf freie Fahrt steht. Ne? So, genau. Einmal speichern die Anlage. Und dann gehen wir mal dahin, wo unser Zug gerade steht. Ne? Da haben wir dieses Signal hier und dafür gibt es einen Kontaktpunkt, der das Signal auf Halt stellt. Das sieht man hier. Und der liegt da. Hier in dem Sammelkontakt. So. Also wenn ein Zug von der Strecke kommt, wird das Signal auf Halt gestellt. Das ist schon mal positiv. Aber wir können sicherheitshalber noch einen weiteren Kontaktpunkt dazu setzen. Na, wenn das Signal in diese Richtung, also von oben nach unten, überfahren wird. Hoffen wir mal, das ist jetzt die richtige Richtung. Dann soll das auf Halt gestellt werden. Nee, ist andersrum. So. Und jetzt ist es so. Nee, das ist auch das falsche Gleis, um Gottes Willen. Der muss hier weg. So. Ja, denn der Kontakt muss hier hin. Das ist das Gütergleis, da steht auch der Zug drauf, um Gottes Willen. So. Und ist jetzt auch noch, da liegt auch das Gleis in einer anderen Richtung, deswegen müssen wir das hier noch umdrehen. So. Ja. Und schieben wir hier mal schön ran. Hier der schwarze Haken, das L, das ist die Position, an der der Zug tatsächlich hält, obwohl das Signal hier steht. Ja, das ist der Halteabstand, den ich für das Signal einstellen kann. Und deswegen kann ich den Kontaktpunkt, der das Signal auf Halt stellt,
hier so weit ranschieben. Das heißt, der Zug fährt kaum los, ist kaum am Signal vorbei. Da stellt er das hinter sich schon wieder auf Halt. No, das ist was Schönes. Und genau dasselbe machen wir jetzt für dieses Signal. Zack. No, andere Richtung wieder. Okay. So und so. Und auch da können wir den Kontaktpunkt richtig schön kurz hinter das Signal setzen. No. Das ist soweit so gut. Zack, dann müssen wir hier wieder die Weichen stellen für die Ausfahrt, dass der Güterzug auf die Strecke geht. Ja, die erste Weiche steht schon richtig auf Abzweig nach rechts, hier die Doppelkreuzungsweiche. Und diese Weiche muss aber auf Durchfahrt von links nach rechts stehen, damit er hier geradeaus über das Gleis rüberfährt und dann eben auf das in Fahrtrichtung rechte Gleis kommt. So, testen wir mal, ob das funktioniert. Das heißt, ich stelle ja die Weichen jetzt schon. Beziehungsweise, die müssen auch von Hand gestellt werden. Da ist also keine Automatik dabei. Weil es ja wieder sein kann, dass der Zug nicht auf die Strecke fährt, sondern hier auf das Gütergleis. So, das sind halt die Sachen, die der Spieler dann machen muss. Und deswegen können wir jetzt wieder hier... Zack. Die ganze Sache mal beschleunigen und dann können wir mal gucken, ob und wie das jetzt funktioniert. Ob das jetzt wie geplant funktioniert, wenn der Güterzug hier reinkommt. No, da muss ja die Weiche auf Durchfahrt gestellt werden. Ich habe sie jetzt auf Abzweig gestellt, dass wir sehen, dass sie auch umgestellt wird. Und diese Weiche muss auf Abzweig von rechts nach rechts gestellt werden. Und die steht jetzt auf Durchfahrt von links nach rechts. Ja, müssen wir also sehen, dass hier beide Weichen umgestellt werden. Holla, die Waldfee, da geht aber ruckzuck los. Aber er ist in die richtige Richtung unterwegs. Wunderbar, fährt hier auf das Gütergleis. Setzt hoffentlich das Signal auf Halt. Genau. Und bleibt davor stehen. So soll es funktionieren. Ja. Damit wir den Zug jetzt hochkriegen zum Kühlhaus, muss er durch den Hosenträger dann hier auf das rechte Gleis. Und da können wir an dieser Weiche geradeaus, das ist soweit richtig. Ne? Und die Weichen stehen ja noch von der Ausfahrt, so wie sie sollen. Das ist also auch wunderbar. Und ja gut, dieses Signal müsste man jetzt eigentlich auch auf Halt setzen. Es zeigt mir aber einfach, dass die Strecke frei ist, weil eben ein Zug von oben gekommen ist und hier in den Güterbahnhof eingefahren ist. Ja, von daher... Und dann haben wir oben am Kühlhaus eine interessante... Rangieraufgabe vor uns. So. Wollen wir hier mal ein bisschen wieder in die Vogelperspektive gehen. Denn obwohl, nee, der kann ja, jawohl, das geht ja dann jetzt einfach. No, ich komme ja mit der Lok voran hier an und kann dann hier auf das Gleis fahren. Stehen bleiben, die Waggons abkoppeln und dann mit der Lok hier auf das Abstellgleis wechseln und dann an dem Kühlhaus vorbei hier dann rausfahren. Ja, sodass ich also mit der leeren Lok unten wieder ankomme. Das passt also soweit und ist so, wie sich das gehört. Wo ist mein Zug? Da ist mein Zug. Kommt hier schön angedampft. Man könnte natürlich auch hier wieder und sollte. Man sollte auch hier wieder ein Signal hinsetzen, was automatisch bei Anfahrt auf Halt steht. Na, dass der Zug hier auf jeden Fall stehen bleibt. Und die Konstruktion kennt er ja schon. Signal hingesetzt, Kontaktpunkt dazu und
Na, sobald sich eben von hier unten aus ein Zug nach da oben auf den Weg macht, setzen wir mal hier hin. Na, muss das Signal auf Halt gestellt werden. Na, da der Zug den Kontakt hier noch nicht überfahren hat, müssen wir das Signal hier von Hand auf Halt stellen. Es steht auf Halt. Sehr schön. Wupp. So, und da bremst er ab und bleibt stehen. Wunderbar. Was ich hier noch machen kann, ist, wenn der Zug dann losfährt, dass ich die Geschwindigkeit des Zugs runtersetze. Nur momentan ist er ja mit 40 Stundenkilometern unterwegs oder mit der Geschwindigkeit, mit der der Spieler hier unterwegs ist. Und ich kann jetzt wieder durch einen Signalpunkt dafür sorgen, dass der Zug nicht schneller ist als 20 Stundenkilometer. Ja, denn wenn ich das Signal öffne, fährt er ja mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter. Und durch den Kontaktpunkt sorge ich dafür, dass die Geschwindigkeit auf jeden Fall erstmal runtergedrosselt wird auf 20 Stundenkilometer, was hier ganz günstig ist zum Arrangieren. Ja. Genau, Sollgeschwindigkeit, die vorgegebene Geschwindigkeit sind 40 Stundenkilometer. Momentan durch das Signal auf 0 gesetzt. No. Wenn ich jetzt das Signal auf Fahrt stelle, will er mit 40 los, fährt dann über den Kontakt, der die Geschwindigkeit runtersetzt, auf 20. No. Weichen sind schon gestellt. Da sieht alles gut aus, no, sodass er also hier schön genüsslich langsam in den Güteranschluss einfährt. No. Und wir lassen ihn einfach so weit an die richtige Stelle vorfahren, dass er hier die Wagen dann auch sauber an der Laderampe abkoppelt. Zack, da setzen wir da die Geschwindigkeit mal auf 0. No. Dann bremst er ab. Ja, sieht soweit gut aus. No. Hier an der Laderampe. Ne, Lok steht auch noch im Trocknen. Und zum Abkuppeln gehen wir auf die Lok. Sehen, es ist vorne angekuppelt. Die Kupplung trenne ich also. Ne, und lasse die Lok alleine weiterfahren. Ne, wunderbar. So ist das geplant. No, lassen dann hier eben auf das Abstellgleis vorrücken. Gib mal ein bisschen Gas. No, abbremsen. Jo, und Fahrtrichtung umstellen. Wunderbar. No, und hier kann ich mir schon die Weiche auf gerade ausstellen. Denn wenn ich jetzt die Wagen wieder runterhole, muss ich natürlich hier nach vorne vorziehen, um dann hier die Waggons abzukuppeln. Das heißt, ich sollte mir hier mit dem Signal auch noch ein bisschen Platz lassen. Ja, dass ich da mit der Lok zumindest ein bisschen Rangierplatz habe. Das kannst du hier ein bisschen nach unten ziehen. Auch an dem Signal wieder einen Halteabstand setzen, 8 Meter schön weit, dann kann ich den Kontaktpunkt hier auch so anziehen. Das sieht dann soweit gut aus und ist erstmal wieder ein Abschnitt fertig zum Speichern. No. Soweit, so gut. Was kann man als nächstes machen? Das hier sind, ja, wie gesagt, Baumstämme, die hier geladen werden. Ja, ich kann das am Signal, aber oder am Wagen auch einstellen, dass der keine Rundhölzer geladen hat, sondern hier die Ladung auch wegdrücken.
Ne? Das heißt, ich kann dieses Beladen, dass der Waggon leer hingebracht wird zum Holzplatz, ne? Und dort wird dann eben umgeschaltet. Und wenn ich die Waggons abhole, sind da eben lauter Rundhölzer drin. Und dann muss ich damit zum Sägewerk. Dort werden die wieder abgeladen, ne, verarbeitet. Und ich kann die leeren Waggons dann wieder hier zum Holzplatz schaffen. Ne. Das erfolgt alles durch die Steuerung, denke ich mal, dass das automatisch ist. Jetzt ist aber die Frage, wo packe ich den Holzplatz hin? Ich habe natürlich hier noch ein freies. Nee, das ist ein Abstellgleis. Da komme ich ja mit dem Güterzug gar nicht ran. Hier an die Gleise auf der von hier aus gesehenen rechten Seite. No. Ich kann einen Gleisanschluss bauen. Also ich könnte hier dieses Gleis verlängern zu einem Holzplatz. Da habe ich aber hier quasi das Problem, dass ich ja hier eigentlich nicht die Fläche habe. Obwohl ich kann hier natürlich Bäume hinsetzen und ein Sägewerk. Wir können mal gucken, das gibt es als Modell. Also alte, veraltete Modelle sollen angezeigt werden. Und dann suchen wir mal, da gibt es glaube ich ein Sägewerk. Gibt's nichts? Da müssen wir mal selber gucken. Betriebswerke und Industrieanschlüsse. Was haben wir da alles Schönes? Industrieanschlüsse. Also, das ist der ganze AKW-Kram. Laderampen, verschiedene. Ein kleiner Güterschuppen. Ja, Kranbrücke, wo die man dann hier so zusammensetzen kann. Ladestraße, Lagerhaus, Pumpwerk. Die Zeche. Moment mal, gibt es dann das Sägewerk nur als Immobilie? Das wäre auch was, eine Möglichkeit. No. Hier, veraltete Modelle anzeigen vielleicht. Sägewerk. Ist nichts dabei. Und dann sag mal, haben die das mit AE geschrieben? Säge. Ah, mit AE geschrieben. Siehst du mal. No? Also, wir haben hier als Immobilie ein Sägewerk. No? Das wäre aber dann später der Platz, an dem eben die Rundhölzer angeliefert werden und zu Brettern verarbeitet werden. No? Das gibt es auch in Einzelteilen. No? A und B, den Schuppen und noch einen dritten Teil C, wo dann hier, ah, okay, hopp. Das ist also so ein Turm, aus dem die Rundhölzer dann quasi rausgeschüttet werden. Hey, okay, schauen wir uns das ganze Sägewerk nochmal an. Ja, das ist also als Immobilie da. Gut, muss man halt den Gleisanschluss daneben legen, Bretterstapel dazu und so weiter. Dann sieht das schon aus. Aber ich brauche ja erstmal einen Platz, wo die Rundhölzer quasi entstehen. Ne? Und also natürlich hier bin ich halt so drin in irgendwas. Und da wäre hier erstmal auch, naja, hier an den Güterschuppen, da gehören natürlich Güterwagen dran, no, die hier beladen werden, geschlossene Güterwaggons, no, so mit Paketen und so weiter, um halt hier die Stadt zu versorgen, die halt hier zum Bahnhof Uhlstedt gehört. No. Hab mir hier so ein paar Teile einfach schon mal hingelegt. So als Inspiration und zum Angucken.
sich merken, was ich da noch verwenden kann, dass man sie einfach parat hat. Die Krux ist jetzt aber einfach ein bisschen die, dass ich hier einfach keinen Platz habe. Ich könnte natürlich auch wieder hochgehen und die Strecke hier kreuzen, aber das wäre mir hier zu dicht. Hier wäre also eher sowas wie eine kleine Fabrik, wo die Sachen dann halt umgearbeitet werden. Hier könnte man zum Beispiel das Sägewerk hinsetzen. Das wäre was, ne? Das von irgendwo unterhalb der Strecke oder halt von dem anderen Anschluss hier, dass der in eine Gegend führt, wo halt Bäume gefällt werden. Da habe ich hier mehr als genug Platz. Ja. Und die Bäume halt dann hier hingebracht werden zum Sägewerk. Die Rundhölzer zu Brettern verarbeitet werden. Rundhölzer würden auch eher auf E-Wagen verladen. Prompt verpackt. K- oder L-Wagen wären die richtigen. Das ist hier die Bezeichnung. Deutsche Reichsbahn, EAS 591 Epoche 4. SK2. Also nicht Deutsche Bundesbahn, sondern Reichsbahn. Vielleicht haben die Kollegen das anders gemacht, Obi. Unser Eisenbahnspezialist hier. Ne? Obi ist ja du bist wirklich bei der Eisenbahn beschäftigt, ne? Deswegen bist du da so Experte, was den realen Betrieb angeht. Ich habe aber, glaube ich, gar keine E-Wagen, auf die ich Bretter verladen könnte. Aber schauen wir mal. Also für das Sägewerk ist das hier nicht unbedingt der schlechteste Standort. Und von daher, damit wir den Punkt einfach mal von der Liste haben. Ja, packe ich mir das einfach mal hier hin. Ja, so dass ich weiß, zack, das will ich hier später noch an die Strecke hinstellen. Und überlege mir den Gleisanschluss. Wie verlaufen hier die Strecken? Das ist 51, 47. Ja, schönes, richtig krummes Maß. Ja. Immobilie, zack, zack, Drehung Z. So, 51,47. Zack, und dann steht die schon mal parallel zu eventuellen Gleisen, die ich mir hier hinlege. Ja. Und der braucht ja auf jeden Fall zwei Gleisanschlüsse, weil auf einem stehen die Rundholzwagen, auf dem anderen die Bretterwagen. Flachwagen mit Rung ist aber definitiv richtig, egal welcher. Ja, moin! ja, ist halt heute Abend erst entschieden worden, dass wir statt Pirate, Plague of the Dead, Diesel Time mit IEP machen. Ich habe es auf Twitter noch rausgehauen, als wir dann umgeschaltet haben, aber ja, freut mich, dass du da bist. Ja, ja, also ich wäre hier wieder für so eine Hosenträgerkonstruktion. Ja. Und ich brauche nur einen Hosenträger und habe dann halt die beiden Gleise hinten dran, wo die Waggons abgestellt und be- und entladen werden. Weil ich habe hier so eine kurze Strecke, da kann ich die Waggons auch mal schieben und ziehen. Und um die Lok umzusetzen, habe ich ja hier Platz. Ja. Ja, das gibt dann interessante Rangieraufgaben, wenn dann hier ein Gleis zum Beispiel besetzt ist. Ja, und ich dann von hier einen Zug reinschiebe und umsetzen muss, beziehungsweise mit gezogenen Waggons hier ankomme, dann die Lok umsetzen muss, um die beiden Waggons dann eben ins Sägewerk hineinzuschieben. Das können wir also machen. Und damit ich dieses Gleis dann hier bearbeiten kann, müssen wir erstmal die Waggons darunter nehmen. Und zwar typisch Modellbahnermäßig. Eigentlich eher untypisch Modellbahnermäßig. Ne? Ein richtiger Modelleisenbahner, der würde jetzt mit der Lok sowas machen. Wir schubsen das hier einfach mal. Wir sind Amateur-Modelleisenbahner. Ja. Okay,
zack in den Gleiseditor. Den richtigen Gleistyp habe ich auch ausgewählt und ich habe hier momentan eben ein Stichgleis dran, ne? Was ich also jetzt nicht verlängern kann. Das packen wir uns mal beiseite. Sowas braucht man nämlich später wieder. Erstmal zack, hängen wir hier ein normales gerades Gleis ran, dass wir hier von ein Stück wegkommen. Und dann schauen wir mal, sollte das hier schon. Können wir das hier schon hier den Hosenträger schon ransetzen, denke ich. Wir sehen ja ungefähr, wie lang der hier ist, weil wir hier so eine, genau die gleiche Konstruktion haben. Ne, der braucht also schon ein Stück Länge. Und ich will ja hier noch Gelände machen, damit man schön sieht, dass die Steigung hier da ist. Das ist also jetzt nicht verkehrt. Wenn ich sage, ich will hier eine Gleiskombination, einen Momentchen mal, aber wenn es hier auf zwei Gleise geht, ich brauche ja keinen Hosenträger. Ich brauche ja einfach nur eine Abzweigung. So, sowas hier. Gib da mal meine Werte ein. Und jawohl, rechts. Oder links. Kommt man jetzt zu den Gleisen hin. Das ist so eine Sache. Mal links. So. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass wir das hier rangesetzt bekommen. Macht er das automatisch? Macht er nicht. Dann müssen wir das in Einzelteilen machen. Ja. Das ist eigentlich alles schon richtig hingedreht. Aber zack. Und dann kommt hier der andere Weichenflügel, das andere Gleis ran an die Strecke. Zack, Weichenlaterne sitzt auf der richtigen Seite, ne, auf der geradeausseite. Und dann können wir hier zack und zack, dann haben wir das. Dann sieht das auch soweit dann so aus. No. Und ihr seht, das geht ein ganz schönes Stück schon noch da rein. Dass wir hier eventuell ein bisschen Probleme mit dem Platz bekommen. Ich kann die Strecke hier natürlich kürzer machen. So. Das geht. Ohne Probleme. Denke ich mal mit zwei Wagen, die sind ja hier nicht allzu lang. Das heißt, ich kann die hier also auf 30 Meter mal halbieren. Die Strecke und ziehe dann wieder hier alles ran. So. Zack, rangesetzt. No, das war die gerade Strecke. So. So, jawohl, setze die. Ah, halt. Muss man dafür sorgen, dass er die Weichenlaterne auf die richtige Seite setzt. Erst die gerade Strecke ran, in Fahrtrichtung. Ja. Oder Fahrt. Und dann den anderen Schenkel. Komm, ran da. Jawohl, weiche. Sitzt auf der. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Chaos drin. Das Ding ist normalerweise. Jawohl, gerade. Das hat also nicht großartig verbogen, um es anzupassen. Schwupp. So weit. So. Gut. Das sieht hier aber nicht so richtig aus, dass die Gleise dann hier zusammenlaufen. Da hat er den Winkel, glaube ich, ein bisschen
verändert. Zack, der müsste eigentlich genauso sein wie der Winkel. Nee, sondern der Winkel hier. 8599, 8601. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mal manuell fummeln, dass das passt. Minus 5. Jo. No. Und ein bisschen. Achso, sonst haben wir nicht mehr den Gleisabstand mit 4,5 Meter. Das ist aber auch nicht so eine Sache. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier mit dem Beladen? Es gibt zum Beispiel hier so eine Traverse, die aber eben nicht über beide Brücken, über beide Gleise ginge. Und ich denke mal, da stellen wir uns einfach solche Ladebäume daneben. Ja. Und machen wir hier solche, nehmen wir hier solche Ladestraßen. Ja, das dann zum Beispiel mit einem Gabelstapler oder einem Kran oder so, weil aus dem Sägewerk raus, das muss ja auch alles ein bisschen hin und her transportiert werden. Ja. Das kriegen wir dann schon hin. Sind das beides unterschiedliche Stücke oder sind die gleich? Die Ladegleise hier. Lass mal gucken. Ladestraße. Ja, und auch eine Ladestraße. Wunderbar, die beiden gleichen. Oh ja, ja, komm, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? So. Ja. Zack, schieben wir uns mal hier an die richtige Stelle. Und dann so, den hier können wir ein bisschen verkürzen. Jo. Oh. Das sieht schon mal gut aus. Und dann kommt, jawohl, das ist in der richtigen Richtung. Zack. Und zack. Mal schauen, ob die eventuell ein bisschen zu lang sind, aber am Ende kommt dann einfach auch ein kurzes Gleisende hin. No. Und das kann ich jetzt nach links 4,5 Meter versetzt nochmal hinsetzen, ohne es umzukehren. No, dann sollte ich hier nämlich genau den richtigen oder den Abstand, Gleisabstand 4,5 Meter haben. Und das passt so erstmal nicht. Das kriegen wir aber alles hin. Wir nehmen dieses Stück Gleis einfach mal raus und setzen dann nochmal die Ladestraßen jetzt so rum an, nämlich von der anderen Seite. Dann ist nämlich die Rampe auch auf der Seite nach außen hin. Ja. Das gehört sich so. Zack. Und dann können wir die Gleislücke schließen, die wir hier noch haben. Das sollte er ohne große Probleme hinkriegen. So hinkriegen, dass das einigermaßen gut aussieht. Zack. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber schauen wir mal. Da hinten haben wir unser Sägewerk. Ja. Das sieht soweit eigentlich ganz anständig aus, aber hier dieser Knödel, das stimmt mal vorne und hinten nicht. Ja, diese automatische Gleisschließerei, das ist nicht so. So. Schauen wir nochmal, ob er das vielleicht besser hinkriegt. Oder wir machen das mal so, dass wir dieses Gleis nehmen und verdoppeln, raus einfach nach links, dass wir schon mal die Kurve richtig drin haben.
Wir können es dann hier ransetzen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ne? Er hat jetzt hier die automatisch verbunden. Also, Mac. Deswegen nächster Anlauf, nehmen wir auch das mal weg und lassen dann die Gleislücke schließen. Von hier nach da. Und das sieht jetzt besser aus, glaube ich. Ne? Ja. Ne? Das kann sich doch sehen lassen. Da sind erstmal keine großen Kinken drin. Ne? Und jetzt kann ich zum Beispiel eben die Langholzwagen schwuppdiwupp auch erstmal da hinschieben. Oh, ein bisschen schräg sieht das schon aus, weil hier nochmal so eine Kurve drin ist, in dem Gleisabzweig, der eigentlich geradeaus geht. Aber so ein bisschen schräg ist okay. Bisschen schräg ist okay. No? So. No, und dann können wir das Sägewerk hier hinter quersetzen. No. Weil das soll ja. Zack. Und mit einem Doppelklick drehe ich das einfach mal um 90 Grad. No. Da sollen ja auf der einen Seite die Langhölzer rein. So wie wir es hier haben. Ja. Und auf der anderen Seite. Zack, 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 zack. Sollen dann hoffentlich die Bretter rauskommen. Ja. So ist das Ganze hier gedacht. Auf welcher Seite sieht es schöner aus? Wo sehen wir mehr davon? Hier haben wir auch gleichzeitig noch den Lade. Kran und man sieht eben dann auch hier, dass wir das Ding nochmal um 180 Grad drehen. So. Und auch noch ein bisschen schön hinstellen. Das sollte. Oh, das sollte jetzt passen. Jetzt hat man mir also kräftig Platz, um zum Beispiel eben mit einem. Was weiß ich, Greifer hier dann die Rundhölzer. Ne, die müssen dann natürlich auf der anderen Seite angeliefert werden. Deswegen, zack, stellen wir uns die Waggons schon mal so hin, wie sie eigentlich sein sollen. So, zack, schwupp. Können wir auch gleich sehen, ob das mit der Länge der Ladestraße hinhaut. No. Das passt von der Länge her. No, und dann können wir auf das andere Gleis schon mal die Wagen bereitstellen. Mit den Brettern. Und da wird es jetzt, glaube ich, lustig. Gleise sehen ziemlich parallel aus. Okay, Güterbahnhof mit Ablaufberg. Ja, das ist ja dann hohe Kunst, Obi. Ja. Eisenbahnordnung, § 10 Absatz 3. In Bahnhöfen muss der Gleisabstand 4 Meter, bei Neubauten 4,5 Meter betragen. Ja, ist hier auch der Fall. Ja, der Knödel geht gar nicht. Purple Frankfurt, hi, hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Ich glaube, du bist neu hier. Ja. Sieht aus, als wäre es mit 20 befahrbar, Feldbahngleis. Nee, das ist hier schon Normgleis, Spurweite 1435 mm. Ja? Purple, grüß dich, Purple Frankfurt. Herzlich willkommen, einfach mal. No? Schreib mal, ob du das Programm kennst oder ein bisschen weißt, worum es hier geht. Damit ich dir ein bisschen was dazu erzählen kann. Ich gönne mir nämlich erstmal noch ein kurzes Päuschen, so 3 bis 5 Minuten. Und dann machen wir hier weiter. Ja, bis gleich.